Bevor wir offiziell starten, sorg jetzt dafür, dass du die nächste, ja, ich würde mal sagen eine Stunde, ich schaue mal, ob wir heute mit einer Stunde hinkommen. Ich nehme mir immer vor, so eine Dreiviertelstunde, Stunde zu machen, aber dann sprudelt immer so viel aus mir raus und gucke dann anschließend auf die Uhr und denke, hast eigentlich nur gefühlt eine halbe Stunde gemacht und zwar eine anderthalbe Stunde. Also schauen wir mal, wie wir heute im Rahmen bleiben, im Zeitrahmen bleiben. Genau. Also sorg dafür, dass du nicht gestört wirst. Hol da was zum Mitschreiben, damit du dir auch Notizen machen kannst. Hol da auch gerne einen leckeren Tee oder einen Kaffee noch oder einen Saft. Damit du auch gut versorgt bist. Und warum ist es so wichtig, mitzuschreiben? Es gibt so ein schönes Sprichwort, wer schreibt, der bleibt. Und das ist wirklich wichtig für dich, damit du entsprechende Erkenntnisse und auch die Schritt-für-Schritt-Anleitung, die ich dir heute mit auf den Weg gebe, nachlesen kannst und immer wieder schauen kannst, wo gilt es, Dinge noch zu korrigieren, wo gilt es, Dinge zu verfeinern, wo hast du wieder nachgelassen, deinen Fokus darauf zu richten und sowas. Ja, deshalb ist es so wichtig, dass du dir Notizen machst. Und schreib mal doch mal gerne rein, wie es dir überhaupt geht. Wir haben heute ersten Adventssonntag. Wer hätte gedacht, dass niemand von uns heute plant, auf einen Weihnachtsmarkt zu gehen? Weiß auch nicht warum. Aber ich denke, dir geht es so wie uns. Wir planen irgendwie auch nicht, heute auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Und ja, schreib doch mal rein, wie es dir jetzt gerade so geht. Wir haben ja so eine besondere Zeit jetzt. Das ganze Jahr war ja so ganz besonders. Und ja, wie geht's dir gerade? Schreib doch das mal rein. Ganz wichtig, heute muss bis zum Ende dabei bleiben, denn ich habe für drei Leute, für drei auserwählte Menschen heute noch ein Special-Geschenk für dich mitgebracht. Ja? Also, nochmal ganz herzlich willkommen hier zum Sonntag-Live-Training. Heute werden wir darüber sprechen, wie du dir jetzt ein erfolgreiches, freudvolles und gesundes Leben erschaffst, von dem du keinen Urlaub mehr brauchst, auch wenn du dich jetzt noch in der Tretmühle gefangen fühlst und Zweifel, Ängste und Unsicherheit dich plagen. Weil gerade zur jetzigen Zeit, so Dezember, fangen wir vermehrt an, Rückschau zu halten. Erinnern uns vielleicht auch noch an die Dinge, die wir uns vorgenommen haben für dieses Jahr. Dieses Jahr können wir es noch auf diese besondere C-Situation hier schieben, dass es deshalb nicht geklappt hat, unsere Ziele zu erreichen, dass ich deshalb nicht dort bin, wo ich eigentlich stehen wollte. Aber wenn wir ehrlich sind, wir finden immer wieder Ausreden. Es liegt nicht an einer C-Situation oder es liegt auch nicht an sonstigen Gegebenheiten im Außen, warum wir im Leben nicht dort stehen, wo wir eigentlich hinwollen, in unserem freien Leben, auf dem Weg unseres Herzens. Es liegt in der Tat immer an uns selbst. Das ist vielleicht auf der einen Seite ein bisschen schmerzhaft, das zu hören. Sorry für die offenen Worte. Das Gute daran ist, wenn es an uns selbst liegt, dann können wir uns auch das Leben so gestalten, wie wir es wirklich haben wollen. Und das möchtest du ja auch und deshalb bist du ja auch hier. Ja? Okay. So, ich schau mal. Hab ja schon Kommentare reingeschrieben. Wer ist dabei? Die Marion. Guten Morgen aus Frankfurt. Die Françoise. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, liebe Birgit. Ich habe mehr Zuschauer als Kommentare hier. Bitte, schreib doch mal rein. Schreib doch mal ein Hallo rein. Dann finden auch die anderen, die hier zum Live-Training wollen, schneller die Live-Übertragung. Da gibt es so einen Algorithmus von Facebook einfach. Und schenkt mir doch auch gerne mal ein paar Herzlein hoch. Ein paar Umarmungen. Freue ich mich auch, wenn die so durchs Bild flattern. Das hat immer so was ganz Besonderes. So, ich verspreche dir, die nächsten 60 Minuten, die werden in der Tat magisch lebensverändernd für dich sein. Und ich gratuliere dir auch, dass du hier bist. Ich habe es eben ja schon erwähnt und eigentlich braucht man es nicht mehr zu erwähnen. Dennoch, wir merken alle, dass die Welt in einem absoluten Wandel ist. Vieles, was letztes Jahr für diese Zeit noch ganz normal war,
ist in der Zwischenzeit aus den Fugen geraten und es plagen die meisten Menschen da draußen. Noch mehr Unsicherheiten, noch mehr Ängste, noch mehr Zweifel, noch mehr gesundheitliche Herausforderungen und Zukunftsängste, was auch immer. Und das birgt einfach eine ganz bedrohliche oder noch bedrohlichere Negativspirale in sich, als das noch vor einem Jahr auch der Fall war. Und die wollen wir heute besprechen. Wer ist bereit? Du bist hier, weil du mehr aus deinem Leben machen möchtest. Du möchtest dein volles Potenzial entfalten. Du möchtest dir ein freies Leben gestalten. Sonst wärst du zum einen nicht heute Morgen, am Sonntagmorgen live hier dabei. Deshalb mal Gratulation an dich, dass du dich dafür überhaupt schon mal entschieden hast. Und du bist auch deshalb hier in der Gruppe und auch deshalb hier in meinem Universum, wenn ich mal so ausdrücken darf. Weil irgendeine Instanz in dir spürt, dass ich dir dabei helfen kann, dass ich dich da abholen kann, wo du jetzt stehst und auch begleiten kann und dahin bringen kann, wo du hin möchtest. Warum? Nicht nur, weil du hier in meinem Universum bist, heute hier bist und auch hier in meiner Gruppe bist, sondern weil ich diesen Weg schon gegangen bin und deshalb einfach auch weiß, wie es dir gerade geht. Und dich dabei begleiten kann. Und deshalb lass dir gratulieren, so großartig, dass du heute hier bist. Das ist wirklich elementar wichtig für dich. Vielleicht geht es dir ja so, oder wahrscheinlich geht es dir so, dass du dich vor allem beruflich schon lange fehl am Platz fühlst. Ich kriege immer so schnelle Worte vom Universum. Muss mal langsam aussprechen. Universum, bitte ein bisschen langsamer die Worte zu mir. Du stellst dir vielleicht schon seit Wochen oder vielleicht sogar schon seit Jahren die Frage, warum du eigentlich hier bist auf der Erde. Du willst ja eigentlich dein eigenes Ding machen, das dich erfüllt und dir ja auch ein monatlich stabiles Einkommen sichert. Und hast aber, ich sage jetzt bewusst bis eben, weil das ändern wir jetzt hier, das Problem, dass es nicht so richtig funktioniert und dir auch die Klarheit und das Vertrauen fehlt, dass du tatsächlich auf dem richtigen Weg bist. Jetzt muss ich mal selbst einen Schluck Tee trinken, um die Stimme noch mal ein bisschen zu ölen. Und wahrscheinlich geht es ja auch so, dass du viel lieber durchstarten möchtest in ein freies, unabhängiges Leben, musst dir aber stattdessen immer Gedanken machen, wie das funktioniert, wie du das schaffst, um damit auch wirklich Monat für Monat ein sicheres und stabiles Einkommen zu haben. Vielleicht hast du ja auch schon erste Gehversuche gemacht, mit einer nebenberuflichen Tätigkeit, dir den Lebensunterhalt zu sichern, hast dann aber wieder aufgegeben, weil es einfach nicht so richtig funktionierte, weil ja einfach gewisse Dinge noch gefehlt haben. Deshalb ist es so wunderbar, dass du heute hier bist, denn in diesem Live-Training erfährst du mein Erfolgsgeheimnis und eine genaue Anleitung, wie du das auch jetzt für dich nutzen kannst. Ich habe gestern ja schon gepostet, was es auch mit einem Schrank auf sich hat. Auch darüber werden wir gleich sprechen. Und du wirst erfahren, wie deine Gedanken, Gefühle und Verhaltensweise dein Leben bis heute, also bis eben bestimmt haben und wie du jetzt daran etwas erfolgreich ändern kannst. Wir werden darüber sprechen, wie genau du neu denken, fühlen und handeln musst. Ich benutze dieses Wörtchen muss nicht gerne, habe ich weitestgehend aus meinem Sprachjargon gestrichen. Aber in dem Falle musst du beginnen, neu zu denken, neu zu fühlen und neu zu handeln. Und dieses Denken und Fühlen ist mit das Schwerste, weil das beginnt im Innen, nicht im Außen. Nachdem das passt, das Denken, das Fühlen, dritter Punkt, Glaube, schauen wir uns jetzt gleich auch im Detail an, kommt noch dazu. Erst dann kommen entsprechende Handlungen, um dir dein großartiges Leben, so wie du es möchtest, ganz nach deinem Herzen wirklich zu manifestieren. Wir werden auch darüber sprechen, wie du die Kunst des Manifestierens auch für dich wirklich mal so einsetzt, dass es auch funktioniert und wie du dich gerade jetzt von Ängsten, Zweifeln, Unsicherheiten endlich erfolgreich befreist. Wir werden auch darüber sprechen, du merkst, ich habe ganz viel vor heute mit dir, wie du die richtige Entscheidung triffst, um das Hamsterrad, diese Gelebtwerden-Falle,
endgültig zu verlassen. Und ein wichtiger Aspekt, kenne ich nur zu gut aus meinem früheren Leben, du wirst auch erfahren, wie du aufhörst zu funktionieren und endlich wieder Freude in deinem Leben hast. Wer hat Lust auf diese lebensverändernden Infos? Dann würde ich mich jetzt mal wieder über einen Herzregen oder einen Umarmungsregen freuen oder schreib einfach mal ins Kommentarfeld. Ja, ich. Wer hat Lust darauf? Die Marion schreibt, mir geht es gerade sehr gut, zwar noch etwas müde, da ich gestern sehr, sehr spät von einem Seminar zurückgekommen bin und mich dann noch ein bisschen um die Interview-Challenge gekümmert habe. Dennoch geht es mir gut. Ja. Marion ist eine meiner wunderbaren, und die Birgit auch, Akademikerinnen, und da entsteht im Hintergrund gerade was sensationell Grandioses. Und eine aus unserer wunderbaren Runde, die hat mir gestern sogar verraten, die hatte gestern Geburtstag, ich hatte ihr gratuliert. Und sogar gestern am Geburtstag war sie mit der Challenge, mit diesen ganz großartigen, mit dieser ganz großartigen, noch nie dagewesenen Challenge beschäftigt in der Vorbereitung. Ganz, ganz große Klasse. Und das unterscheidet auch die Menschen, die erfolgreich sind und diejenigen, die doch immer wieder auf der Stelle treten. Da ist jeder Tag ein Geburtstag. Jeder Tag ist ein neuer Tag. Und jeden Tag frage ich mich, was kann ich heute meinem Leben hinzufügen, was ich bis gestern noch nicht gemacht habe, damit es grenzgenial, fantastisch erfolgreich wird. Fragen stellen ist immer sowas von wichtig. Und wenn du bis jetzt noch nichts mitgeschrieben hast, dann schreib dir diese Frage jetzt auf, die ich dir gerade mitgegeben habe. Das ist eine der Millionärsfragen, die du dir unbedingt jeden Tag stellen darfst. So, also, wer hat jetzt Lust auf diese lebensverändernden Infos? Schreib mal ich rein. Ihr Lieben, mein Schatz ist auch schon dabei. Sehr schön. Die Marion, die Françoise, yeah. Sehr schön. So, ich gehe mal davon aus, du willst künftig wirklich dein eigenes Ding machen und auch aufhören. Ach, wenn ich noch an meine Zeit früher denke, als ich dann noch am Schreibtisch gehockt habe, dir den Tag vorschreiben zu lassen und vor allem für die Ziele anderer zu arbeiten. Die ganz Neuen, wir haben ja einige Neue jetzt die Woche hier wieder hier in die Gruppe bekommen, die mich noch nicht kennen. Ich helfe also in der Tat Frauen in erster Linie dabei. Hab zurzeit auch drei wunderbare Männer in der Akademie, die da den Weg gefunden haben. Über männliche Energien freuen wir uns auch immer sehr. Mithilfe des Seelenplanes, das Hamsterrad zu verlassen, um wirklich selbstbestimmt mehr Freude, Leichtigkeit, Spaß und Geld im Leben zu haben. Wie bin ich überhaupt bekannt geworden? Oder ja, ich habe 2016 einen von in der Folge 4 Lebensfreude-Kongressen online veranstaltet, der erste mit fast 7000 begeisterten Teilnehmern und das völlig ohne auch nur einen Cent in Werbung zu stecken, in Facebook-Ads und Co. Warum habe ich das damals nicht gemacht? Weil ich damals einfach überhaupt kein Geld dazu gehabt hätte oder hatte, um irgendwie noch in Werbung Geld reinzustecken. Ja? Also ganz ehrlich, egal wo du dich gerade befindest, ich weiß, wie es dir gerade geht. Es gab Zeiten in meinem Leben, wo ich zwar genauso wie du auch spürte, dass es im Leben noch mehr geben muss, als das, was ich jetzt gerade erlebe. 30 Jahre öffentlicher Dienst, das war die erste Zeit total genial. Ich war total stolz auf diese Stelle, die auch noch recht gut dotiert war. Aber im Laufe der Jahre wurde ich einfach immer zunehmend unzufriedener und fühlte mich fehl am Platz. Um nicht zu sagen, ich fühlte mich, meine Kinder haben zu dieser, die sind ab und zu dann mich auch mal mit meinem Mann zusammen mittags ins Büro abholen, kam mich abholen und immer Arbeitshaus gesagt. Ich habe mich manchmal wie so ein Alien gefühlt. Und ich wollte einfach nicht mehr mir den Tag vorschreiben lassen, wann ich irgendwo zu erscheinen habe, wann ich Urlaub machen darf, wie viel Urlaub ich machen darf und was ich vor allem gehasst habe. Sonntagmorgen um die Zeit ging noch alles ganz gut, aber ab Nachmittag kam dann schon wieder so dieses schleichende Gefühl auf, oh, morgen musst du wieder
Stau auf der Autobahn, Rush Hour. Ja? Der ein oder andere von euch kennt das bestimmt. So, und deshalb bin ich auch ein gutes Beispiel dafür. Was ich hinbekommen habe, ist definitiv auch für dich möglich. Weil jeder von uns kommt aus der gleichen Ecke. Wenn ich jetzt von Ecke spreche, damit meine ich, jeder von uns kommt aus der Quelle allen Seins, aus dem Licht und aus der Liebe, nennen wir es Quelle allen Seins. Das bringt es am neutralsten auf den Punkt. Und deshalb hat jeder von uns auch ein natürliches Geburtsrecht, weil wir einfach alle auf dem gleichen Weg hierher gekommen sind, sich das Leben so zu erschaffen, wie wir es wirklich haben wollen. Und jeder von uns hat auch so einen unsichtbaren Rucksack mitgebracht. Da steckt deine Lebensaufgabe drin, dein Seelenplan. Das, was du hier auf Mutter Erde jetzt in deinem Körper hier auch erreichen wolltest, deine Botschaft, die du in die Welt bringen wolltest. Weil du bist nicht der Körper, das wird gleich noch ein bisschen deutlicher. Du hast einen Körper, du bist in Wahrheit ein unendlich großes Wesen. Wir alle sind unendlich große Wesen in Wahrheit. Warum? Weil alles eine unendlich große Energie ist. Und das ist jetzt kein esoterischer Hokuspokus. Das ist bewiesene Physik, Quantenphysik. Kannst du nachlesen, wenn du dich mit der Quantenphysik beschäftigen möchtest. Stichwort Max Planck, Albert Einstein. Alles ist miteinander verwoben. Auch wir als Energiewesen sind in diesem ganzen Netz miteinander verwoben. Und deshalb, jeder von uns hat einen anderen Körper, jeder schaut anders aus. Aber im Kern sind wir geistige Wesen. Und für jeden von uns, ausnahmslos für jeden von uns, gelten deshalb die gleichen Naturgesetze, denen sich niemand entziehen kann. Ein wichtiges Naturgesetz, Gesetz der Anziehung, und ein ganz wichtiges, das schauen wir uns heute auch noch an, Gesetz der Annahme. Diese beiden Dinge, Gesetz der Anziehung und Gesetz der Annahme, ist primär wichtig, damit du da ankommst, wo du wirklich hin willst. Also wir sprechen über eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung heute. Ja? Und wenn dein Denker, dein Köpfchen jetzt schon wieder anfängt zu zweifeln, geh gleich in die Beobachterrolle, schick Denker, Zweifler, ein Gegenüber von dir auf den Stuhl, auf die Couch, wo auch immer du hockst. Der darf jetzt beobachten. Der Verstand ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Es geht nicht darum, den Verstand auszuschalten. Aber wie der Volksmund es uns auch schon sagt, es geht darum, dass du herausfindest, wie willst du es haben und dir dann das Leben erschaffst, wie du es wirklich haben möchtest. Okay? Also, dann lass uns mal starten. Im Übrigen, wenn du Fragen hast, gerne ins Kommentarfeld reinschreiben. Ich schaue da immer mal wieder zwischendrin auch drauf. Wenn was unklar ist, stell Fragen. Es gibt auch keine dummen Fragen. Trau dich. Bin da. Geh da gern drauf ein. Okay? Wenn du es im Replay anschauen solltest und da eine Frage aufkommt, gerne auch reinschreiben. Bitte dann mich markieren, damit ich es sehe auch. Und dann kann ich dir auch antworten. Ja? Also, lass uns mal mit dem ersten Punkt starten, wie deine Gedanken, Gefühle und Verhaltensweise bis heute, also bis eben, im Übrigen auch ein Millionen-Euro-Tipp. Wenn du deine Gedanken mal beobachtest und solche Glaubenssätze und Muster und Prägungen es in dir denkt und du merkst das, setz immer dieses Wörtchen bis eben hin. Denn damit signalisierst du auch dem Universum schon, okay, bis eben war das so, aber jetzt ist es anders. Ja? Also starten wir mit dem ersten Punkt, wie deine Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen dein Leben bis heute bestimmt haben und wie du daran jetzt erfolgreich etwas ändern kannst. Und um eine Basis zu schaffen, schauen wir uns einfach mal an, was man uns denn überhaupt so erzählt hat, was hat man dir bislang erzählt. Klassischer Weg. Wir sind alle auf dem gleichen Weg hierher gekommen, haben uns die Familie ausgesucht von so einer höheren Ebene aus, haben irgendwann dann entweder kaiserlich oder nicht kaiserlich aus dem Bauch von der Mama ausgecheckt, früher oder später. Manche konnten es nicht erwarten, die sind ein bisschen früher schon gekommen, wollten das Licht der Welt erblicken schon, ja. Andere haben dann wirklich die 9 Monate gewartet, was auch immer. Dann haben wir die klassische Kinderstube durchlaufen.
dann Schule, Studium, und da sind wir bei dem ersten Punkt. Dann hat man uns erzählt, mach eine Ausbildung oder ein Studium und such dir einen sicheren Job, Angestelltenverhältnis, ich war ganz stolz, öffentlicher Dienst, unkündbar, weil selbstständig zu sein ist ja viel zu riskant und unsicher. Oder wenn du dann später im nächsten Schritt dich vielleicht damit beschäftigt hast, dich selbstständig zu machen, dann hat das Umfeld dir erzählt, mit dem, was du machen willst, oder wenn du auch als Kind geträumt hast, eine Tänzerin, eine Sängerin zu werden, eine Malerin, eine Künstlerin, was auch immer, was hat man dir da erzählt? Damit kann man kein Geld verdienen. Entweder hat man dir erzählt, da gibt es schon so viele, oder man hat dir erzählt, damit kannst du kein Geld verdienen. Mach erstmal etwas, mach erstmal eine sichere Ausbildung, damit du was in der Hand hast. Bleib bei deiner sicheren Stelle, sonst musst du ja noch mehr arbeiten. Meine Liebe, mein Lieber, falls hier auch Männer dabei sind, wenn das stimmen würde, dann gäbe es heute keine Menschen, die mit dem, was sie total lieben, viel Geld verdienen. Wir haben gerade gestern, oder vorgestern war es den, wie heißt das, Sascha Krammel, glaube ich, mit seinen Puppen da gesehen. Ich weiß ja jetzt nicht, von was der als Kind geträumt hat. Er hat seine Vision zur Lebenswirklichkeit gemacht. Wenn du als Kind davon geträumt hast, und deinen Eltern gesagt hast, mit meiner wunderschönen Puppensammlung verdiene ich mal mein Geld. Was hätten deine Eltern dir gesagt? Hör mal auf, Tag zu träumen. Bleib mal auf dem Boden der Tatsachen. Mach mal was Vernünftiges, mal was Bodenständiges. Ja? So, jetzt geht es nicht darum, dass du mit deinem Puppengeld verdienst. Ich habe dir das jetzt als Beispiel gebracht. Aber wenn du diese Vision jetzt in dir trägst, zum Beispiel, dann ist auch das definitiv noch für dich möglich. Du musst nur wissen, wie. Und deshalb bist du ja auch hier, damit du heute eben erfährst, wie das wie funktioniert. Okay? So, jetzt schauen wir uns mal in der Übersicht kurz an, wie wir uns denn überhaupt unsere Lebenswirklichkeit im Außen erschaffen. Wenn wir das Licht der Welt erblicken, bringen wir schon mit sogenannte fundamentale Glaubenssätze, die tief in unserem Unbewussten verankert sind. Das sind Dinge, die wir mitbekommen haben, noch bevor wir ausgecheckt sind, weil da haben wir sehr wohl mitbekommen, was im Außen geschieht, wie die Mama sich fühlt, ob sie total happy war, dass da Nachwuchs unterwegs ist oder ob sie Stress mit dem Papa hatte oder ob sie sich alleine gefühlt hat. Ob sie depressiv war, ob sie traurig war, ob sie Sorgen hatte oder was auch immer. Das haben wir alles mitbekommen. Zu den Dingen, die wir noch mitbringen, Stichwort große Energie aus energetischen Dingen aus früheren Leben, aus der Ahnenfamilie, woher auch immer. Und deshalb unterscheide ich auch so gerne zwischen Unterbewusstsein und Unbewusstem. Wir sind jetzt immer noch beim Unbewussten. Das sind diese sogenannten fundamentalen Glaubenssätze. Dann kommen Prägungen dazu. Diese Prägungen sind auch Glaubenssätze, die im Unterbewusstsein aktiv sind, die wir dann wie so ein ungefiltertes System hier aufnehmen, wenn wir die Kinderstube durchlaufen, die Schule durchlaufen, also solange wir eben vom Umfeld her lernen und nachahmen. Dann fangen wir an, diese Dinge zu bewerten und zu beurteilen. Warum fangen wir an? Warum sage ich das so explizit? Weil wir andere nachahmen. Das sind auch Dinge, die wir mitbekommen. Wenn du dir mal vor deinem geistigen Auge vorstellst, zwei kleine Kinder, zwei einjährige Kinder, die sich gegenüberstehen, die machen nur eines, die schauen sich total bewundernd an. Die sehen wundersame Dinge bei dem Gegenüber und auch in sich, wenn sie sich im Spiegel anschauen. Kein Kind kommt auf die Idee, in dem Alter sich zu bewerten und zu beurteilen wegen irgendwas, weder wegen dem Aussehen noch wegen irgendwelchen Handlungen. Das sind alles Dinge, die über uns gestülpt wurden. Ja? So, nächster Punkt ist, allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst. Gesetz der Resonanz, Ursache und Wirkung. Gleiches zieht Gleiches an. Schauen wir uns gleich auch noch ein bisschen näher an. So, und entsprechend der Entscheidungen, die wir dann treffen,
So erschaffen wir uns unsere Lebenswirklichkeit. Okay? Das heißt, 5 Schritte nochmal, um das ein bisschen auseinanderzunehmen. Im ersten Schritt ist immer der Gedanke da. Gedanken sind nicht nichts. Gedanken sind eine Form von Energie, die alles eine große Energie ist. Und es gibt diese unsagbare Zahl, dass, ich weiß gar nicht, wie die Wissenschaft da drauf kommt, aber irgendwie kommt sie ja da drauf, dass jeder von uns etwa 60.000 Gedanken jeden Tag denkt. Und jetzt schau mal, wie sehr werden wir gedacht? Wie sehr werden wir gedacht? Und jetzt sage ich dir noch was dazu. 99% dieser Gedanken sind noch nicht mal deine eigenen Gedanken, sondern ich behaupte jetzt mal, warum kann ich das wieder behaupten, weil du ansonsten nicht in meinem Universum hier wärst. Du bist sehr feinfühlig, du bist sehr sensibel, du bist sehr wahrnehmend. Vielleicht bezeichnest du dich auch als hochsensibel. Deshalb nimmst du noch die ganzen Gedanken auf eine unbewusste Art und Weise auf, was die Masse da draußen denkt, und hältst es auch noch für deines. Und wie wäre es, wenn ich dich jetzt schon mal dazu einladen darf? Alles das, was du bis eben noch gedacht hast, was nicht deines war, und da musst du jetzt noch nicht mal wissen, was genau es ist, einfach wegschicken, zurück zum Absender. Und diese übrigen 1% der Gedanken, die wirklich deines sind, die darfst du jetzt beginnen, bewusst zu denken. Was meine ich damit? Du darfst dir damit natürlich auch im ersten Schritt bewusst werden und dir die Frage stellen, mitschreiben jetzt, ganz wichtig, wie will ich selbst es wirklich haben? Denn nur wenn du genau weißt, wie du selbst es haben willst, kannst du auch die entsprechenden Gedanken in der Richtung ans universelle Feld aussenden. Damit Gleiches Gleiches anziehen kann, damit das Universum, das sagt immer, das ist ja das Ding, das Universum hat immer gute Ohren. Die Gedanken, die du bis eben ausgesendet hast, die letzten Woche, die letzten Monate, die letzten Jahre, das Universum hat immer gesagt, okay, dein Wunsch ist mir Befehl. Hättest gern mehr davon, hättest gern mehr Mangel, hättest gern mehr Disharmonien, okay, dann schicke ich es dir. Ich weiß, das klingt total heftig, und als ich das zum ersten Mal vor, oh Gott, wie lange ist das jetzt her? 16 Jahre gehört habe von meinem damaligen Ausbilder, ich hätte ihm an die Gurgel gehen können, weil ich damals dachte, willst du mir jetzt erzählen, dass die Situation, die ich jetzt gerade im Außen finde, wo ich raus will, mir selbst erschaffen habe? Ja, aber das Gute daran ist, das wirklich Gute daran ist, wenn wir das mal wirklich begriffen haben, im wahrsten Sinne des Wortes, dann können wir das Ding switchen und ab sofort die Gedanken aussenden, so wie wir es wirklich haben wollen. Weil das Universum sagt immer, das steht immer nach dem gleichen Schemata, dein Wunsch ist mir Befehl. So, also an erster Stelle steht immer der Gedanke, vielleicht noch ein Beispiel für deinen Verstand, den Denker, den du hoffentlich hast, der zuschaut, zuhört, aber von der anderen Seite in der Beobachterrolle ist. Du guckst jetzt wahrscheinlich in dein Handy oder in deinen Computer. Und egal wie dein Computer oder dein Handy jetzt ausschaut, irgendjemand hatte ja mal irgendwann die Idee, so und so schaut der Computer aus, so und so ist das Design von dem Computer. Wenn du dich in deiner Wohnung ausschaust oder überhaupt mal das Haus, in dem du wohnst, wenn es dein eigenes Haus ist, das du selbst mal erbaut hast, da hattest du irgendwann mal den Gedanken, die Idee dazu. Oder du hattest eine Idee, eine Vorstellung davon, wie die Wohnung auszuschauen hat, die du eingerichtet hast, in der du gerade bist. Also immer an erster Stelle ist der Gedanke da, bevor etwas zur Lebenswirklichkeit werden kann. Das Mobiliar, was du rundum siehst, da hatte irgendjemand mal eine Idee, einen Gedanken, so und so einen Schrank zu bauen. Dann hat er einen Plan gemacht und ist entsprechend dann in den nächsten Schritten ins Handeln gekommen. Immer gleiche Weise. Deshalb, wie willst du selbst es wirklich haben, und beginne diese Gedanken da auszusenden. Nächster Punkt, ganz wichtig. Es reicht nicht, diese Gedanken nur auszusenden, sondern es muss unbedingt auch dazugefügt werden, entsprechende Gefühle
Warum ist das so wichtig? Die Gefühle, die sorgen letzten Endes dafür, dass diese Gedanken auch mit einer gewissen Energie aufgeladen werden, damit vom Universum her gewisse energiegeladene Teilchen da andocken können und in dein Leben kommen können. Nur wenn ich Gedanken aussende, ohne das entsprechende Gefühl, ohne sie mit diesem Gefühl zu füllen, du kannst dir das so vorstellen, als wenn du so leere Kapseln ans Universum sendest. Das kann so da nicht funktionieren. Bring dann noch ein Beispiel dazu. Kennst du, unser Geist unterscheidet nicht zwischen der Lebenswirklichkeit, die jetzt ist und die in der Zukunft ist. Du hast schon auf der Couch gehockt, hast ins Fernsehen geschaut, total romantischen Film angeschaut und dann liefen dir so dicke Krokodilstränen über die Wangen, weil du so in diesem Geschehen drin warst. Weil dein Kopf, weil unser Kopf nicht unterschieden hat, was Lebenswirklichkeit ist und was nicht. Du warst einfach gefühlsmäßig komplett in dem Geschehen drin. Ja? Und deshalb ist es ein Muss, deine Gedanken, die du hast, die du aussendest, unbedingt auch mit den entsprechenden Gefühlen, stellst dir gerne wie so Gedanken Energieblasen vor, Energiebälle, wie auch immer, die müssen mit dem entsprechenden Gefühl gefüllt sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Sonst sind es leere Hüllen und die zerplatzen da draußen im Universum, um dir da metaphorisch was mit auf den Weg zu geben. Und gehen wir nochmal zu diesem ersten Schritt, der Gedanke, diese Frage, die ich dir damit auf den Weg gegeben habe, wie will ich selbst es eigentlich wirklich haben? Damit das auch mit dem Gefühl funktioniert, ist es 100% wichtig, dass du auch absolute Klarheit hast, wie dein ideales Selbstbild dann auch ist. Also, wenn du dir die Frage stellst, wie will ich selbst es wirklich haben, dann hast du ja eine andere, ich habe es jetzt eben Selbstbild genannt, eine andere Identität. Du bist die gleiche Person wie jetzt, aber hast eine andere Identität. Wenn du, ich sag mal, 10.000, 50 oder 100.000 Euro jeden Monat an Geldenergie, machen wir es mal bei der Geldenergie fest, in dein Leben ziehst, dann hast du eine andere Identität. Du lebst auf eine andere Art und Weise. Du unterstützt viel mehr Menschen da draußen oder was auch immer dein Ding ist. Du kleidest dich anders. Du ernährst dich ein bisschen anders als bis eben, gehe ich mal von aus. Und. Deine Umgebung ist eine andere. Was auch immer da dein Ding ist. Deshalb ist es so wichtig, dass du die absolute Klarheit auch zu deinem Selbstbild hast. Und von diesem Selbstbild aus, dieser neuen Identität, agierst du dann auch. Du merkst, das sind alles Dinge, die aus dem Inneren entstehen. Es geht noch gar nicht darum, ins Handeln zu kommen, um andere Resultate und Ergebnisse zu erzielen. Wir sind immer noch bei der inneren Arbeit. Weil das ist mit der Fehler, den die meisten machen. Im Außen, und ich sage dir ganz ehrlich, das sind Dinge, die mir bis heute oftmals nicht leicht fallen, wo mein Kopf mir sagt, du müsstest doch jetzt noch das und das und das machen, also handeln im Außen. Und Herz und Seele sagen, nee, jetzt geht's mal nochmal erst wieder um Fokus, Selbstbild, innere Arbeit und dann kommt das Nächste. Das ist ganz, ganz wichtig, damit das Ding künftig für dich funktioniert. Die richtigen Gedanken aussenden, dazu musst du wissen, wie will ich selbst wirklich haben. Gefühlsmäßig in die neue Identität auch hineingehen. Und daraus die Gedanken aussenden, die mit diesem Gefühl entsprechend deiner neuen Identität auch aufgeladen sind. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Schritt dazu. Wir sind immer noch bei der inneren Arbeit. Der unerschütterliche Glaube an dich selbst. Und da kannst du jetzt die Entscheidung treffen, ab sofort aufzuhören, an dir zu zweifeln. Wenn wir nochmal bei dem Beispiel
nochmal das Beispiel von den einjährigen Kindern nehmen. Als einjährige Kinder, wir kamen nicht auf die Idee, an uns zu zweifeln oder nicht an uns zu glauben. Wir glaubten, dass alles möglich ist. Wir sind morgens mit großen Augen aus dem Bettchen gehüpft. Ja, zum Leidwesen von Mama oder Papa. Schon um 5 Uhr, hellwach, topfit und voll guter Energie. Was kann ich hier heute Großartiges erschaffen? Was kann ich heute entdecken? Was für Geschenke hält das Leben heute für mich bereit? Wir haben daran nicht gezweifelt. Dinge, die wir im Laufe der Jahre aufgenommen haben, die nicht unsere sind, die sind nicht deine. Bitte verabschiede dich davon. Verabschiede dich von den ganzen Schleiern, Energien, warum auch immer du es in dein Energiefeld gelassen hast. Völlig wurscht, auch egal woher es kommt. Lass es los, schick es zurück zum Absender. Du tust es zu deinem höchsten Wohle und auch zum höchsten Wohle aller Beteiligten. Denn für diejenigen, wo du bis eben noch was trägst, egal wer es ist, meist sind das oder sehr oft sind es auch Dinge aus dem Ahnensystem, von den Eltern, Großeltern oder woher auch immer. Wenn es uns bewusst ist, dann glauben wir manchmal, das erfahre ich, das höre ich so oft von meinem Gegenüber. Ich kann doch dem das nicht zurückgeben, weil. Demjenigen fehlt diese Energie letzten Endes. Er ist überhaupt nicht in seiner Macht, solange du Dinge für denjenigen trägst, wenn du es für ihn trägst. Also, und es ist auch nicht deine Aufgabe, für andere Dinge zu tragen. Es ist nicht deine Aufgabe. Verabschiede dich von all den Dingen, die du bis eben noch auf eine unbewusste Art und Weise auf dich geladen hast, mit dir getragen hast. Löse dich von allen Gelübden, Versprechungen, Verträgen, was auch immer da war, die du jemals eingegangen bist, die dich bis eben noch davon abgehalten haben, wirklich durchzustarten, und beginne so wieder unerschütterlich an dich zu glauben. Erinnere dich immer wieder an das einjährige Kind, das käme nicht auf die Idee, an sich zu zweifeln. Wir hielten alles für möglich, alles. Und es ist auch alles möglich. Definitiv. Es ist alles für dich jetzt möglich, wenn du denn wirklich diese Schritte, über die wir heute hier sprechen, genauso durchgehst und vor allem auch dran bleibst. Also, wir haben über die Gedanken, über die richtigen Gedanken gesprochen, über die Gefühle, über den Glauben. Und da geht es natürlich auch darum, deinen Denker immer wieder zu beobachten, der dir immer wieder erzählen will, und Geschichten erzählt, warum es denn jetzt vielleicht gerade dann doch nicht so geschickt ist, das und das zu machen, weil, beobachte ich gerade bei meinem Denker auch noch mal so ganz explizit, der mir versucht, da ein gewisses Vorhaben die ganze Zeit schon wieder auszureden, der erfindet 1000 logische Gründe, warum es jetzt dann doch gerade nicht passt. Aber dein Herz, unser Herz, ist viel intelligenter als das, was der Kopf uns sagt. Unsere Herzfrequenz, die wir aussenden, nicht nur, dass unser Herz schon geschlagen hat und schon da war, bevor unser süßes Köpfchen, der Verstand überhaupt sich entwickelt hat, es war erst das Herz da, das ist vom Magnetfeld her 5000 Mal magnetisch anziehender, also das Magnetfeld ist 5000 Mal stärker als alles andere. Deshalb beobachte, was es auch in dir denkt. Beginne bewusst zu denken, so wie du die Gedanken ans Feld wirklich aussenden möchtest, damit du künftig die Lebenswirklichkeit in dein Leben ziehst, die du wirklich eben auch haben möchtest. Und jedes Mal, wenn dein Kopf dir versucht zu erzählen, so und so ist das, ich schaue da immer gern so zur Seite und sage, ja, netter Versuch, was du mir da gerade erzählst. Will ich das jetzt glauben? Ist das überhaupt meines? Nee, will ich nicht glauben. Weil du, meine Liebe, mein Lieber, falls hier auch Männer dabei sind, als unendlich großes Wesen, das du in Wahrheit bist,
Du kämst definitiv nicht auf die Idee, an dir zu zweifeln oder irgendwas in Frage zu stellen. Und die Ideen, die du hast zu etwas, die kommen ja auch aus dir, etwas zu machen. Dein Herzensweg, ein Leben mit deinem vollen Potenzial, mit deiner Kreativität, mit deiner Einzigartigkeit. Du bist einzigartig. Es gibt dich nur einmal auf dieser Welt, selbst wenn du einen Zwilling hast. Es gibt dich nur ein einziges Mal auf dieser Welt. Ja? Mir fällt gerade noch eine wunderbare Übung ein, wie du deinen Glauben an dich selbst auch noch stärken kannst auf der körperlichen Ebene. Es gibt hier so eine Handbreit über dem Herzchakra, gibt es eine Thymusdrüse, die ein bisschen verkümmert ist. Warum auch immer, will ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen. Die kannst du klopfen. Ja? Einfach so, wie ich das hier mache. Ich hoffe, man sieht das. Ein bisschen höher gehen, genau. Die kannst du einfach klopfen und dann sagst du dir einfach, ich bin gut, so wie ich bin wunderbar, ich bin einzigartig, ich bin ein grenzenloses Wesen, durch mich strömt kosmische Energie von unendlichem Ausmaß, alles, was ich möchte, kann ich erreichen. Ich bin die größte, beste Mentorin in dieser ganzen Welt, was auch immer da in deinem Bewusstsein ist. So, wenn du frauliche Variante. Wenn du die Männervariante nehmen möchtest und das noch ein bisschen verstärken möchtest, dann machst du das hier. Ja? Dann, Uga, Uga. Ich bin die Größte, ich bin die Beste. Alles, was ich anfasse, wird zu einem gigantischen Erfolg. Durch mich fließt kosmische Energie von gigantischem Ausmaß. Ja? So, dann machst du die Variante. Okay? Jetzt haben wir die innere Arbeit in diese drei Schritte mal auseinandergenommen. Und jetzt kommt erst die äußere Arbeit. Aus diesem neuen Selbstbild heraus, mit den neuen Gedanken, mit den neuen Gefühlen, aufgeladenen Gefühlen, mit deinem neuen Glaubenssystem, beginnst du ganz automatisch anders dich zu verhalten. Du beginnst anders zu handeln. Und diese andere Verhaltensweise, diese andere Handlungsweise, die führt dann letztendlich zu den entsprechenden Resultaten und Ergebnissen. Auf diesem Weg funktioniert das. Jetzt würde ich mal gerne wissen von euch, wer hat denn schon mal mit einem Vision Board gearbeitet und noch nicht die entsprechenden Ergebnisse erzielt? Wer hat schon mal mit einem Vision Board gearbeitet und bis eben noch nicht die Ergebnisse erzielt, die du gerne damit erzielen wolltest? Schreib mal ein Ja ins Kommentarfeld rein, damit ich das mal weiß. Wer hat schon mal mit einem Vision Board gearbeitet und hat noch nicht die Ergebnisse bekommen, die er gerne bekommen wollte? Die Martina. So, wir haben 16 Zuschauer. Wer noch? Seid mal ehrlich zu euch. Der Uwe ist mit dabei. Guten Morgen, Uwe. Wie schön, haben wir doch männliche Energie hier dabei. Die Melanie ist mit dabei, meine wunderbare Co-Trainerin. Ganz liebe Grüße nach Köln. Die Stefanie ist mit dabei. Moin, moin, die Gülisa, guten Morgen. So, wer hat schon mal mit dem Vision Board gearbeitet und noch keine Resultate erzielt? Die Tina fragt, was bedeutet es überhaupt? Tina, was meinst du? Was bedeutet was? Schreib's mal bitte rein, ich weiß gerade nicht, was du meinst. Es gibt auch hier von der Übertragung her immer eine zeitliche Verzögerung. Tina, bitte, auf was bezieht sich deine Frage? Schreib es mir mal rein. Liebe Tina, auf was bezieht sich deine Frage? Meine Frage war, wer hat schon mal mit einem Vision Board gearbeitet
und noch nicht Ergebnisse erzielt, die er gerne hätte. So, ich glaube, ich gucke nachher nochmal. Okay. Ich verrate ja jetzt, warum das so ist. Vielleicht erzählst du dir nämlich die Geschichte, dass es bei dir nicht funktioniert und hast auch deshalb schon aufgegeben. Oder bist nah dran aufzugeben. Was wir alle kennen und was auch du kennst und was du sicherlich auch schon gemacht hast, du hast ja schon mal einen Parkplatz bestellt. Ja? Auf Fingerschnipp, wenn du irgendwo losfährst und du weißt, dort gibt es eine schwierige Parkplatzsituation, bestellen wir uns einen Parkplatz. Und dann fahren wir los und zweifeln da auch gar nicht dran. Wir fahren los und kommen auf den Parkplatz. Wenn da auf Anhieb keiner ersichtlich ist, dann drehen wir 2, 3 Runden. Und wie aus Geisterhand, ich bin da manchmal so amüsiert drüber, wo ich dann plötzlich jemanden aus dem Geschäft rauskommen sehe, der geht ins Auto, genau da, wo ich bin, fährt das Auto weg, macht mir Platz. Wo ich immer denke, wow, alle Helfer des Lichtes und der Liebe, wie ihr das jetzt hier wieder hingekriegt habt. Wir zweifeln da nicht dran. Ich käme ja auch nicht auf die Idee, dann wieder zurück nach Hause zu fahren, weil ich einen Parkplatz bestellt habe und keiner da war, fahre ich ja auch nicht nach Hause. Weil das ist einer der ersten Fehler, die du bislang gemacht hast. Du bist wieder zurück ins Schneckenhaus, weil es nicht auf Anhieb funktioniert hat. Und du hast dieses Ding, nenne ich jetzt mal, auch nicht mit entsprechenden Gefühlen aufgeladen. Diese Gefühle, die unbedingt, mit denen unbedingt diese Gedanken aufgeladen werden müssen, von denen ich eben gesprochen habe. Und wenn du ganz ehrlich zu dir bist, hast du es, ich kenn's nur zu gut aus meinem früheren Leben. Ich könnte schon viel weiter sein, als ich jetzt gerade aktuell bin. Ich meine, wir führen ein tolles Leben, sind frei und ja, und. Ich könnte dennoch weiter sein, wenn ich die Dinge, die ich heute mit dir teile, die ja vielleicht auch für dich nichts Neues sind, die ich vor 20 Jahren erfahren habe, wenn ich die von Anfang an so umgesetzt hätte, wie ich sie die letzten Jahre umgesetzt habe, dann wäre ich definitiv viel rascher vorangekommen. Denn wenn ich ehrlich zu mir bin, ich habe das mal 2, 3 Tage, dann mal 2, 3 Wochen gemacht, aber nicht regelmäßig, nicht mit der nötigen Aufmerksamkeit, nicht mit dem nötigen Fokus, dann kann das Ding nicht funktionieren. Du darfst dir dessen gewiss sein, es funktioniert immer nach dem gleichen Schemata. Allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst. Und was ich eben als Selbstbild bezeichnet habe, dass du dir schon dieses Selbstbild, deine neue Identität auch wirklich mit all deinem Sein einnimmst und aus dieser Perspektive heraus agierst, da kommt nämlich das Gesetz der Annahme. Das Gesetz der Annahme, also du nimmst an dein neues Selbstbild schon und daraus dann agierst. Und als ich das endlich mal begriffen habe und nicht einfach nur mal so nebenbei oder nur ab und zu mal mich mit meinem Vision Board beschäftigt habe, sondern wirklich ganz intensiv, da hat es plötzlich geflutscht. Und jetzt sind wir bei diesem Couch-Beispiel, was ich dir eben schon gebracht habe, aber auch bei dem Beispiel, was ich gestern gepostet habe, warum ich manchmal mich im Schrank versteckt habe. Wir waren vor über 20 Jahren mal, mein Mann und ich, in der Network-Marketing-Branche. Waren auch recht erfolgreich da. Und waren unter anderem mal eingeladen zu einer Kreuzfahrt. Allerdings ohne Kinder. Das war das Bewegen dabei. Und einige Jahre später, damals war auch ein Filmteam dabei, das wurde gefilmt, hatten dann mit den Kindern diesen Film angeschaut. Und ich habe da gehockt, ich weiß noch, wie als wenn es gestern war, mit Tränen in den Augen. Und mein sehnlichster Wunsch war es, mit der ganzen Familie, mit den Kindern, mal auch so eine Kreuzfahrt zu machen. Es war aber finanziell völlig außer meiner Vorstellungskraft.
Und da habe ich mich angefangen, nochmal genau mit den Dingen zu beschäftigen, über die wir jetzt gerade sprechen, weil es wirklich so mein Herz berührt hat. Mir standen wirklich die Tränen in den Augen. Das berührt mich jetzt immer noch, trotzdem wir ja jetzt ein ganz anderes Leben führen als damals. Und dann bin ich wirklich hingegangen und habe dieses Gesetz der Annahme, diese neue Identität mit dem Ganzen hinzugefügt. Deshalb ist es so wichtig. Damals saß ich noch im öffentlichen Dienst, im Büro, am Schreibtisch. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon öffentlich mal erzählt habe. Ich glaube nicht. Und jedes Mal, wenn ich die Gelegenheit hatte, alleine im Büro war, habe ich mich so zwischen die Schranktüren gestellt. Also wenn dann mal plötzlich jemand reingekommen wäre, habe ich dann so zwischen den Schranktüren gestanden. Augen zu. Bin in diese Identität hinein, wie es ist, wenn wir als Familie, also mein wunderbarer Mann, unsere wunderbaren Kinder, auf einer Kreuzfahrt unterwegs sind. Ich hatte genau das Schiff vor Augen. Ich habe das alles gefühlt, wie wir da einchecken und wie wir da auf dieses Schiff gehen. Und das immer und immer wieder. Und wenn zwischendrin ich mal alleine im Büro war, Augen zu und dann nochmal gefühlt. Aber um es mal so richtig intensiv zu machen, habe ich mich in der Tat quasi in dem Schrank versteckt, dass wenn mal plötzlich die Tür aufgegangen ist, ohne dass jemand angeklopft hat, ja, dann sah es ja so aus, als wäre ich dann da gerade aus dem Schrank raus und hätte einen Aktenordner reingestellt oder was auch immer. Das ist so, so primär wichtig, diese Annahme deiner neuen Identität und von da heraus die Gefühle ans Universum verbunden mit dem, wie willst du es selbst wirklich haben. Und noch ein weiterer Schritt, irgendwann war es dann natürlich soweit, dass wir die Kreuzfahrt gemacht hatten mit der Familie. Es sind noch einige Kreuzfahrten gefolgt, aber dann war schlussendlich auch mal so mein Wunsch, mal eine längere Kreuzfahrt zu machen, nicht nur eine Woche, sondern länger, auch Karibik, karibische Inseln mal zu besuchen, war damals auch völlig außerhalb meiner Vorstellungskraft. Da hatte ich mich schon aus dem öffentlichen Dienst verabschiedet, war schon selbstständig. Und ich wollte nicht mal irgendwo in der Mitte auf dem Schiff sein. Wir hatten zwar immer schon Kabinen mit einer Außenkabine, also wo du wenigstens rausgucken konntest. Es gibt ja auch Innenkabinen. Wir hatten immer eine Innenkabine, aber wie bei Hotels, je höher du gehst, also von den Stockwerken her, umso exklusiver und teurer wird's. Und so ist das bei Kreuzfahrtschiffen auch. Je höher du gehst, umso exklusiver wird's. Und das wollte ich letzten Endes auch. Ich wollte inzwischen, unsere Kinder sind ja inzwischen erwachsen, also wir waren mit 4 erwachsenen Menschen quasi in der Kabine. Da wollte ich einfach nicht mehr eine ganz enge Kabine. Ich wollte, dass jeder auch ein bisschen Platz hat. Ich wollte einen eigenen Balkon. Ich wollte einen eigenen Liegestuhl. Ich wollte nicht irgendwo auf dem Deck rumlaufen und gucken, ist gerade eine Liege frei oder ist keine frei. Ich wollte auch mit 4 Personen in einer Kabine auch eine eigene Toilette haben und nicht, dass Bad und alles zusammen ist, sondern dass man unabhängig, wenn einer auf der Toilette ist, der andere trotzdem duschen kann oder solche Dinge. Und genau auf dem Weg habe ich mir das auch vorgestellt, dass wir zusammen eine wunderbare Kabine haben. Ich habe mir im Internet angeschaut, wie diese Kabinen auf diesem damals Kreuzfahrtschiff ausgeschaut haben, habe mir das immer wieder vorgestellt. Bin immer wieder in dieses Gefühl reingegangen. Ja, und letztes Jahr, um diese Zeit war es letzten Endes auch soweit. Ne? Am 4. Dezember letztes Jahr sind wir gestartet mit der kompletten Familie. So, und das ist das Ding. Das ist so wichtig, dass du wirklich aus diesem neuen Selbstbild heraus immer und immer wieder agierst und auch immer darauf den Fokus hältst. Immer und immer wieder, nicht einmal und zweimal oder dreimal, 2, 3 Tage hintereinander, sondern regelmäßig, morgens, mittags, abends. Morgens am allerwichtigsten, wenn du aufstehst, dann bist du noch in so einem gewissen Zwischenzustand. Du bist noch nicht ganz wach, bist also noch nicht komplett im Beta-Zustand, hast aber auch den Alpha-Zustand so ein bisschen schon verlassen. Es gibt noch andere Zustände, Delta-Zustand, Theta-Zustand, lassen wir jetzt außen vor. Aber in diesem Zwischenzustand, da kannst du deinen
dein Sein wunderbar neu programmieren. Deshalb ist es so wichtig, zumindest das morgens zu machen. Und abends, wenn du zu Bett gehst, hör auf, dein Gehirn mit Nachrichten zu füttern oder mit irgendwelchen sonstigen Dingen. Wenn du abends noch gern Fernsehen guckst oder bis eben geguckt hast, hör auf, dein Gehirn mit irgendwas in der Richtung zu füttern, sondern füttere dein Gehirn, wenn du zu Bett gehst, ganz bewusst damit, wie willst du selbst es wirklich haben, mit deiner neuen Identität und schlaf mit diesen Gedanken ein, damit du dein Unterbewusstsein und dein Unbewusstes nachts im Schlaf auch damit programmierst. Das müssen morgens deine ersten Gedanken sein und abends deine letzten Gedanken. Das Ding funktioniert so nicht. Erst als ich das, und das wende ich bis heute so an, erst als ich das Ding geswitcht habe, deshalb gebe ich es dir wirklich so eindringlich weiter, funktioniert das Ganze. Und genau das ist das Ding, warum es bis eben bei dir noch nicht funktioniert hat, warum du immer noch auf der Stelle trittst oder noch nicht dort bist, wo du wirklich hin möchtest. Ja? Und danach darfst du vorgehen. Dann hörst du auf, an dir zu zweifeln. Dann hörst du auf, sich von deinen Ängsten zurückhalten zu lassen und dich von den Unsicherheiten, gerade die da draußen jetzt so kursieren, dich davon klein halten zu lassen. Und jetzt kommen wir noch da zu dem Punkt, wie du die richtige Entscheidung triffst, um wirklich das Hamsterrad zu verlassen, diese Gelebtwerden-Falle. Ich habe es eben schon mal erwähnt. Das Magnetfeld des Herzens ist bis zu 5000 Mal stärker als das Gehirn. Die ersten Impulse, die da sind, sind immer die richtigen. Alles, was kurze Zeit später einsetzt, sind alles Gedanken, wo unser Gehirn, unser Verstand anfängt, uns Geschichten zu erzählen, wo rühren die Geschichte her? Der Verstand, der Denker, der hat immer Referenzpunkte, entweder aus deinem früheren, bisherigen Leben oder Referenzpunkte aus Erlebnissen, die du mitbekommen hast von anderen. Und das geschieht auch auf so eine subtile Art und Weise. Beispiel dazu, kleines Kind, 5 Jahre, bekommt ein Elternhaus mit, dass jemand gestorben ist, ein junger Mann, der gerade eine gut gehende Firma hatte, alles war bestens, er hatte einige Mitarbeiter, hat ein schickes Haus gehabt und tolles Auto vor der Tür stehen und. Und das kleine 5-jährige Kind kriegt das mit. Der ist jetzt gestorben. Ja? Was bleibt in dem kleinen 5-jährigen Kind, was alles hier ungefiltert reingeht, was bleibt da hängen, wenn ich jung und erfolgreich bin? Dann muss ich sterben. Keiner von uns will sterben. Wir sind ja hierher gekommen, um zu leben. Deshalb wollen wir ja erstmal nicht sterben. Und das sind die Dinge, die wie so ein Virus im Unbewussten verankert sind. Und solange das nicht gelöst ist, auch werden wir im Außen tun und machen können, was wir wollen. Wir kommen über einen gewissen Punkt nicht hinweg. Ich bei mir habe auch mal herausgefunden, dass ich im Alter von 6, 7 Jahren, wo mein Vater mal finanzielle Herausforderungen hatte, in einer gewissen Situation auch die Entscheidung getroffen hatte, Papa, ich tue es dir gleich. Das heißt, ich habe mir 4 Jahre lang überhaupt nicht erlaubt, mehr Geld als mein Vater in mein Leben zu ziehen. Und das sind diese Referenzpunkte, wo das Gehirn ansetzt. Deshalb darfst du dich absolut darin üben. Erster Impuls, der kommt von deinem Herzen und dem zu folgen. Und alles andere, was danach kommt, wisse, es kommt von deinem Gehirn, das an Referenzpunkte anknüpft. Ja, dein Herz kann dich nicht belügen. Nochmal zusammenfassend. Also, beginn anders zu denken, stabil. Unsere Gedanken sind eine Form von Energie, die wir aussenden und damit erschaffen wir uns unsere Lebenswirklichkeit. Nichts und niemand anderes als wir selbst erschaffen uns unsere Lebenswirklichkeit. Ich meine und du deine. Nichts und niemand. Und nichts und niemand im Außen kann auch eine andere Entscheidung für dich treffen oder Einfluss darauf haben.
Auch wenn das jetzt total spooky klingt und vielleicht auch gerade in der jetzigen C-Zeit dein Kopf dir sagt, nee, funktioniert nicht, weil, vergiss es. Vergiss es. Ich gehe jetzt mal noch einen Schritt weiter. Wenn absolut jeder von uns sich den ganzen Kram, was die Medien uns versuchen, glaubhaft zu vermitteln, nicht mehr anschauen würde und jeder von uns nur hier in der Gruppe, wir haben 3400 wunderbare Menschen hier in der Gruppe, jeder von uns würde schon jetzt mal anfangen, in die andere Richtung stabil zu denken. Was würde das schon alles verändern? Ist ein Wunsch von mir, wenn das jeder machen würde. Sein Gehirn nur noch mit den Dingen füttern, die dich wirklich dorthin bringen, wo du es hinhaben willst. Dein Leben nach deinem Herzen. Aber du gehörst zu den Auserwählten, du bist hier Sonntagmorgen 9 Uhr hier beim Live-Training. Bitte beginne ab jetzt stabil und anders zu denken. Nächster Schritt, befreie dich von all den unsichtbaren Schleiern, Energien, Muster und Prägungen, die über dich gestülpt wurden und die dich bis eben noch auf unbewusster Ebene gefangen hielten. Nächster Schritt. Stell dir dein neues Selbstbild vor und fühl das jetzt schon, damit du das, was du ans Universum aussendest, damit das keine leeren Kapselhüllen sind, sondern damit du die mit entsprechender Energie in Form von Gefühlen auflädst und auch entsprechendes im Universum andocken kannst. Okay? Nächster Schritt. Beginne ab sofort unerschütterlich wieder an dich zu glauben. Stell dir mal vor, du hättest in deiner Kinderstube nur gehört, wie einzigartig, großartig und wunderbar du bist. Haben wir nicht gehört, deshalb ist die Situation bis eben so, wie sie jetzt ist. Wisse das, du bist einzigartig, du bist großartig, du bist wunderbar und stell dir vor, man hätte dir nur das erzählt. Okay? Dann finde den roten Faden in deinem Leben, der dich wirklich einzigartig und besonders macht. Und da gibt es eine essentiell wichtige Frage, schreib dir die auf, wie gilt es zu beantworten, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt und was hast du schon wunderbar in deinem Leben gemeistert? Ja? Tina, Vision Board, genau. Also, Vision Board, okay. Visionsboard. Auf Deutsch, Visionsboard, mit meinem Englisch ausgesprochen Vision Board, Visionsboard. Ich hatte zu Zeiten, als ich noch Buchkalender hatte, jetzt muss ich mal in der Tat gucken, insofern. Sorry, ich habe sonst hätte ich dir den gezeigt. Als ich noch mit klassischen Buchkalendern gearbeitet habe, hatte ich über viele Jahre hinweg, und da saß ich auch noch im Büro, und hatte noch von dem freien Leben geträumt, das wir inzwischen haben, mir Buchkalender geholt, die Bilder hatten, auch von der Karibik, von einem freien Leben, also im Umschlag aufgedruckt, die das freie Leben symbolisiert hatten, wo ich hin will. Und das habe ich damit auf unbewusster Ebene auch gemacht. Ich habe diesen Kalender ja ständig in der Hand gehabt, diesen Buchkalender. Ich habe mein Unterbewusstsein und mein Unbewusstes ja ständig damit gefüttert. Und sowas kannst du auch als Visionsboard machen. Meine Empfehlung ist da immer, so 5 Bereiche dir auszusuchen, metaphorisch gesprochen, dir Bilder zu suchen, die dafür stehen, wie deine neue Identität lebt, deine neue Persönlichkeit, aber Identität bringt es besser auf den Punkt. Persönlichkeit bist du so oder so schon. Es geht um die neue Identität. Und beruflich, gesundheitlich, privat und noch 2 Bereiche deiner Wahl. Und mit diesem gilt es dann ständig zu arbeiten, damit du dein Gehirn ständig fütterst. Und da sind wir nochmal bei dem Ding, wo ich eben gesagt habe, morgens zwischen Beta-Zustand und Alpha-Zustand da reingehen, abends, bevor du in den Alpha-Zustand so richtig eintauchst und noch in tiefere Schlafphasen kommst, das dürfen deine letzten Gedanken sein. Das ist mit Vision Board gemeint. Ja? So, und dann geht es im
einen Schritt darum, weil ich glaube, es geht ja auch genauso wie ich darum, dass du wirklich jeden Monat auch ein stabiles Einkommen hast, wirklich ein System zu integrieren, was dir ein sicheres Einkommen wirklich erschafft und du letzten Endes auch frei agieren kannst. Denn ich glaube einfach mal, du willst genauso wenig wie ich von einem Hamsterrad ins andere und dich nur wieder mit Dingen arrangieren, sondern du willst wirklich wissen, jeden Monat kommt das, diese finanzielle Energie auch in dein Leben. Da gilt es natürlich auch, viele Musterprägungen, Glaubenssätze und, was wir alles zu dem lieben Thema Geld haben, loszulassen. Und vielleicht in der Richtung, wenn wir gerade beim lieben Thema Geld sind und Handlungen und ein sicheres System zu integrieren. Eines meiner größten Herausforderungen, und vielleicht ist es auch eine deiner größten Herausforderungen, wirklich, wenn du fühlst, du hättest da gerne eine Unterstützung und hast dich aber bis eben noch nicht getraut, gibt es im Grunde genommen nur zwei Dinge, warum du dich davon abhalten lässt. Das eine Ding ist, du hast jetzt gerade aktuell nicht Summe X auf deinem Konto. Und das nächste ist, du hast zwar das Geld irgendwo auf deinem Konto oder irgendwo angelegt, aber du bist nicht bereit, in dich zu investieren. Wenn letzteres der Fall ist, dann gibst du dem Geld, der Geldenergie, eine größere Macht als du. Du lässt das Geld über dich bestimmen, was du machst oder nicht. Und du als unendlich großes Wesen, jetzt sind wir bei dem Beispiel Geld, egal was da draußen gerade ist, wer ist die größte Macht in deinem Leben, wenn nicht du selbst? Es sei denn, du lässt es zu. Es sei denn, du lässt es zu. Und das andere Ding ist, wenn das Geld gerade in dem Rahmen, wie du es gerne hättest, um in dich zu investieren, nicht auf dem Konto ist, dann darfst du dich fragen, wie kann ich es jetzt mir ermöglichen? Das funktioniert immer, immer auf diesem Weg. Ich denke gerade an eine Situation, wo ich zum ersten Mal im fünfstelligen Bereich wirklich einen Vertrag unterschrieben hatte, um ein Mentoring-Programm in Anspruch zu nehmen. Das Universum sagt immer, dein Wunsch ist mir Befehl. Bis dato hatte ich ausgesendet, ich habe das Geld nicht, kann da nicht investieren. Universum gesagt, okay, dein Wunsch ist mir Befehl. Dann habe ich meinem Herzen gefolgt, diesem ersten Impuls, das ist genau das richtige Mentoring-Programm für mich, Vertrag unterschrieben. Mir war schlecht, übel, Durchfall, alles Mögliche. Aber ich habe auf mein Herz gelauscht und hat sich vielleicht um 2 Stunden gedreht, hatte ich schon 2.500 Euro auf dem Konto. Also die Anzahlung quasi, weil es ging damals um die Frage, was kannst du anzahlen? Da habe ich gesagt, okay, so 2.000 könnte ich jetzt zusammenkriegen. Keine 1-2 Stunden später hatte ich 2.500 Euro auf dem Konto. So funktioniert es. Das Universum sagt immer, dein Wunsch ist mir Befehl. Und was mir damals auch geholfen hat, deshalb gebe ich es dir weiter jetzt mal an der Stelle, bevor wir überher weiter mit den nächsten Schritten machen. Ich habe mir vorgestellt, wenn jemand von den Kindern oder irgendein mir nahestehender Mensch in einer Lebensgefahr wäre und es würde darum gehen, ich sage nur mal ein Beispiel, 50.000 Euro aufzutreiben, um die lebensrettende Behandlung zu ermöglichen. Also ich wäre da nicht hingegangen und hätte gesagt, sorry, ich habe keine 50.000 Euro, kann halt nichts machen. Verdammt nochmal, ich hätte Gott und die Welt in Bewegung gesetzt, um diese 50.000 Euro mir irgendwie zu besorgen. Wie wenn ich mein eigenes Leben hätte retten wollen. Und so ist das hier auch nichts anderes. Ja? Deshalb geht es auch darum, erster Impuls darauf zu lauschen und dann auch wirklich so zu handeln, wie dein Herz es dir sagt. Und wenn du auf der sicheren Seite sein möchtest, wie ich ja auch, nicht jeden Monat für Monat auf ein neues anfangen möchtest, sondern wirklich ein System integrieren, das absolut ein sicheres Einkommen erlaubt. Jetzt haben wir über die Zusammenfassung gesprochen, über die Schritte noch mal ein bisschen
durchleuchtet. Im Prinzip ist es sehr einfach. Was sich hinter den Schritten verbirgt, ist noch mal ein bisschen komplexer. Und jetzt wird auch klar, warum du nicht dort bist, wo du eigentlich auch hin willst. Du darfst jetzt dich wirklich zu 1000% dafür committen, die Wahl treffen, dich dafür entscheiden. Da geht jetzt ab sofort mein Weg hin. So will ich es künftig haben. Du darfst dich für dich und dein Leben entscheiden. Erster wichtiger Schritt, jetzt in diesem Moment dich dafür committen, diesen Vertrag mit dir selbst eingehen. Und dann ganz genau nach dieser Anleitung, über die wir eben gesprochen haben, vorgehen. Nicht nur einmal, sondern immer wieder danach vorgehen. Das ganze Leben ist Entwicklung. Das sind genau die Dinge, die ich immer und immer wieder auf ein Neues anwende, um nächste Schritte zu machen. Ich will ja auch nicht da stehen bleiben, wo ich jetzt stehe. Das ganze Leben ist Entwicklung. Es geht immer um Weiterentwicklung. Nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Die Grenzen, die spielen sich immer nur hier an, hier ab, zwischen dem Kopf. Und egal, jetzt wirklich, es ist egal, wie simpel sich das anhört, wenn du nur einen Fehler in diesem ganzen, in dieser ganzen Abfolge machst, funktioniert das Ding nicht. Dann verlierst du in der Tat weiter wertvolle Lebenszeit und letzten Endes bist du dann enttäuscht, weil es wieder nicht funktioniert hat. Weil mal ganz ehrlich, wie lange versuchst du es auch schon alleine? Und alleine geht nicht. Ich hätte es auch nicht alleine geschafft. Du hast vielleicht schon mal auch erste Gehversuche gewagt. Nebenberuflich hast du wieder aufgegeben, weil es nicht funktioniert hat. Du wünschst dir doch 100% das zu machen, was wirklich deiner Aufgabe entspricht und deinem Lebenssinn. Und willst doch letzten Endes nicht weiter am Arbeitsplatz oder irgendwo tagsüber Dinge machen, die dir mehr Energie rauben, als dass sie dir schenken. Und vielleicht geht es dir ja auch aktuell so, wie es mir früher ging, dass du dich wie in einer Sackgasse gefangen fühlst, ständig am Grübeln bist, du willst so nicht mehr weitermachen, du bist seit Jahren unzufrieden mit dem, was du machst und weißt eigentlich schon längst, dass es höchste Zeit ist, deine Berufung zu leben, dem Ruf deiner Seele zu folgen. Was mir, vielleicht geht es dir auch so ganz arg noch dazu, kam an Gedanken vom universellen Feld, war, wenn du so weitermachst wie bisher, wenn du so weiter dahin krebst, im wahrsten Sinne des Wortes wie bisher, dann kommt irgendwann auch noch der Krebs. Und mit dieser Diagnose, ich bin der Auffassung, es ist alles wandelbar, Wunderheilung und was auch immer, aber ich wollte mich damit einfach nicht auseinandersetzen. Ich habe früher viele körperliche Signale gehabt, aber mit dieser Diagnose habe ich einfach gesagt, nee, das brauche ich jetzt nicht auch noch. Ich komme jetzt in die Pötte. Und was mich auch viele Jahre am meisten geschmerzt hat, ist, vielleicht geht es dir auch so, immer wieder so kurz davor zu sein, Mut zur Veränderung zu haben und mich dann wieder von Blockaden, von diesen unsichtbaren Gummibändern, von diesen Energien, die über uns gestülpt wurden, zurückhalten zu lassen und immer wieder so das Gefühl zu haben, ein Schritt vor und wieder zwei zurück. Und manchmal, auch das sind vielleicht Gedanken, die dich beschäftigen, habe ich auch gedacht, vielleicht bin ich einfach nicht dafür gemacht, ein wirklich freies, glückliches Leben mit Freude, Spaß, Leichtigkeit und auch Geld zu haben. Warum funktioniert dieses eine Ding oder diese Schritte, die ich dir jetzt mitgegeben habe, alleine nicht jetzt mal Wahrheit? Weil viel zu viele Ablenkungen immer im Außen sind, weil dein Umfeld auch nicht dort ist, wo du hin willst, weil du in diesen Energien auch gefangen bist. Der Alltag will bewältigt werden und schon ist man wieder in dem alten Kram drin. Das kennen wir alle mit den gut gemeinten Vorsätzen, gerade zum Jahreswechsel. Kennen wir alle. Und wenn du jetzt die Entscheidung treffen möchtest, damit ist jetzt Schluss, jetzt geht es um dich, dann unbedingt hier jetzt noch dranbleiben. Stell dir mal vor, wie es wäre, wenn wir zwei, du und ich, das jetzt gemeinsam machen, damit du einfach nicht nochmal zurück switcht. Ganz persönlich auf dich abgestimmt.
wenn du wirklich jetzt mal die Klarheit bekommst, was wirklich dein Herzensweg ist, wenn du wirklich frei und unabhängig von jeglichen begrenzenden Situationen, egal wie sie gerade sind, im Außen agieren kannst. Ich bekomme gerade so viele Hinweise, weil einfach da der Fokus ist, was zum Beispiel im Hinblick auf Reisen alles möglich ist. Ich gehe mal von aus, bis eben war dein Fokus, ich kann jetzt nirgendwo hinreisen, weil. Mein Fokus ist darauf gerichtet, was ist jetzt noch möglich. Das heißt, egal auf welcher Seite ich im Internet unterwegs bin, ich sehe immer nur Möglichkeiten, wo man jetzt auch hinreisen kann, trotz C-Situation. Stell dir mal vor, das tangiert dich alles nimmer und das Universum schickt dir nur noch die Dinge in dein Leben und du kannst wirklich völlig frei und unabhängig von jeglichen begrenzenden Situationen im Außen agieren, statt zu reagieren. Und du hast jetzt wieder sofort wirklich Zeit für dich, Freude, findest zurück zu deiner Lebensfreude, hast wieder Spaß und Leichtigkeit im Leben. Mit dem Vorteil für dich, dass du dir natürlich keine Sorgen um deine Zukunft machen musst. Und weil du auch den wahren Sinn deines Lebens erkannt hast, auch mit dem Luxus, finanzielle und örtliche Freiheit zu haben. Und deine Botschaft in die Welt bringst, andere Menschen auch darin bestärkst, das Gleiche zu tun. Was für eine andere Welt finden wir da draußen vor? Wenn du jetzt wirklich erfolgreich beginnst und dir erlaubst, 100% dein eigenes Ding zu machen, dich auf deine Wünsche, deine Ziele unabdingbar jetzt zu fokussieren. So, und wenn du 2021 wirklich diese grenzgenialen Ergebnisse, Erfolge, Resultate und wirklich diesen stabilen Erfolg dir jetzt ermöglichen möchtest, dann habe ich etwas ganz grenzgenial Besonderes für dich, weil ja, ich sag mal, grenzgeniale Ergebnisse, fantastische Resultate und auch ein fantastisch stabiler Erfolg brauchen auch eine individuelle Begleitung und Unterstützung, damit das Umfeld, was ja nun mal da ist und diese ganzen Schwingungen und Energien, damit die keinen Einfluss mehr auf dich haben. Und diese Begleitung und Unterstützung, die habe ich für dich vorbereitet. Es gibt jedes Jahr exklusive VIP-Plätze in meiner Akademie. 2021, ich kann nur 4 zur Verfügung stellen. Einer davon ist schon belegt. Das heißt, es gibt nur noch 3 Plätze. Du kannst dir einen davon schnappen. Heute, wenn du dich dafür entscheidest. Für wen ist der Platz überhaupt etwas? Wenn du bereits nebenberuflich selbstständig bist oder es gerne werden möchtest, wenn du wirklich wissen willst jetzt, warum du hier auf der Erde bist und wirklich auch ahnst, dass da noch mehr in dir verborgen ist, wenn du offen bist für deine persönliche Weiterentwicklung und natürlich auch in dich zu investieren, wenn du auch, ja, ich sag mal, coachbar bist, wenn du wirklich bereit bist für neue Ideen und Denkanstöße und auch diese entsprechende Grundeinstellung mitbringst, weil ich kann dir alles auf dem Silbertablett servieren, aber ich kann nicht für dich umsetzen. Und ich werde dir auch alles auf dem Silbertablett servieren, weil ich möchte, dass du in den Erfolg kommst, dass du dahin kommst, weil ich in dir dieses Potenzial sehe und ganz genau weiß, was viel mehr für dich möglich ist, als das, was du noch bis eben für möglich gehalten hast. Aufgrund diesen ganzen Dingen, über die wir eben gesprochen haben. Was für mich und andere möglich ist, ist definitiv auch für dich möglich. Bitte wisse das, bitte nimm das auf. Und einer der VIP-Plätze ist auch genau richtig für dich, wenn du künftig wirklich, wirklich selbstbestimmt und frei leben möchtest. Ganz klare Worte, wenn du weiter nur davon träumen willst, wie es ist, ein freies, unbeschwertes Leben zu leben oder auch weiter Ausreden finden möchtest oder Menschen, die sich weiter beschweren wollen, für die ist das definitiv nicht geeignet oder sich einfach nur mal informieren wollen und dann die entsprechenden Dinge doch nicht umsetzt, weil dann können auch keine entsprechenden Ergebnisse bei rauskommen. Oder Menschen, die ja, es wirklich nicht ernst genug meinen, wirklich den Ruf ihrer Seele, ihres Herzens zu folgen und ihre Berufung auch zu leben.
Und die drei Auserwählten, was bedeutet es für die, was bedeutet es für dich, wenn du zu denen gehörst? Wir beide verbringen ein Jahr miteinander, du und ich. Du bekommst eine exzellente persönliche Begleitung von mir, und zwar nicht nur online, sondern wir werden uns auch offline sehen. Du bekommst auch eine Offline-Begleitung von mir, also physisch auch. Face-to-face, persönliche Begegnungen an wunderschönen Orten, das kann ich dir jetzt schon sagen. Und wir starten auch jetzt schon im Dezember. Das heißt, den Dezember bekommst du als Bonusmonat noch von mir geschenkt. Das heißt, 13 Monate lang werde ich dich individuell auf dich abgestimmt begleiten, damit jetzt endlich Schluss ist mit gut gemeinten Vorsätzen. Und wenn dann, und ich würde ja gerne aber und noch mal eine Schleife drehen, damit darf Schluss für dich sein. Und das biete ich dir hier wirklich auch an, weil ich es liebe, auch etwas zurückzugeben, dir dabei helfen möchte, überhaupt Menschen dabei helfen möchte, Ziele zu erreichen, mehr Freude, Spaß und Leichtigkeit auch mit Geld zu haben. Und du bist hier auch Klartext, weil du daran interessiert bist, mehr aus deinem Leben zu machen, weil du dein volles Potenzial auch leben möchtest, entfalten möchtest, dir dein Leben eigentlich schon viel zu lange nach deinem Herzen gestalten möchtest. Was jetzt ganz, ganz wichtig ist, damit du nicht nochmal Schleifen drehst, du musst jetzt handeln, um nicht weiter wertvolle Lebenszeit zu vergeuden. Einer meiner Gedanken war, als ich an dem Punkt stand, wo du jetzt stehst, wenn ich zurückblicke auf mein Leben, will ich eines denken. Es hat zwar ein paar Jahre gedauert von meinem Passhalter, da bin ich ja jetzt auch schon ein bisschen fortgeschritten, um es mal so zu sagen. Es hat zwar ein paar Jahre gedauert, aber ich habe die Kurve noch gekriegt. Jeder von uns, du, ich, mir ist es insbesondere bewusst geworden, als ich am Sterbebett von meinem Papa saß, als meine Mama sich vor 2 Jahren von jetzt auf gleich verabschiedet hatte, da war ich ja schon auf dem Weg. Als ich bei ihm am Sterbebett saß, da habe ich noch von dem freien Leben geträumt. Und das hat mir nochmal mit so einen Schub gegeben, wirklich in diese andere Richtung zu gehen. Ich wollte mal zurückblicken und nicht Dinge bereuen, die ich nicht gemacht habe. Weil es gibt sogar ein Buch darüber, was Sterbende bereuen oder so. Die bereuen nicht die Dinge, die sie gemacht haben, sondern die bereuen die Dinge, die sie nicht gemacht haben, wo sie das Geld zum Beispiel über sich gestellt haben und es ist Geldes wegen nicht gemacht haben, wo sie dem Geld mehr Macht gegeben haben oder nicht bereit waren, wirklich für ihre Träume auch zu gehen und sich die notwendige Geldenergie ins Leben zu lassen. Ich wollte nicht mal sagen, hätte ich doch nur und weitere Lebenszeit vergeuden, weil dann ist es in der Tat irgendwann vorbei. Deshalb ist es wichtig, dass du jetzt keine Lebenszeit weiter vergoldest, dass du jetzt wirklich handelst. Und dann schaffen wir jetzt in der Tat im Dezember schon mal beide gemeinsam die Basis, um im Januar dann nochmal ein Turbo einzuschalten, damit du einfach jetzt schon zum Jahreswechsel auch voller Freude und Erleichterung auf dieses ganz besondere Jahr jetzt zurückblickst und auch mit noch viel mehr Freude auf 2021 blickst. Und dann zurückblickst und sagst, wow, was für ein grenzgeniales Jahr. Gott sei Dank, ich habe die Entscheidung getroffen, habe mich beworben um einen der VIP-Plätze. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Also, wenn du das möchtest, dann darfst du dich jetzt bewerben zu einem der freien Plätze. Und dann lass uns gerne 2021 zu deinem grenzgenialen Erfolgsjahr machen. Wenn du dich jetzt also dafür entscheidest und wirklich dir einen der Plätze sichern möchtest, dann geht es jetzt in der Tat darum, dass du dich bewirbst, nicht weiter zögerst, weil aus eigener Erfahrung weiß ich, dass du sonst wieder weiter auf der Stelle trittst und diese wirklich wesentliche Entscheidung hinauszögerst. Du tust es letzten Endes für dich, für dein Herz, für deine Seele und für das Wertvollste, was du letzten Endes hast, für dein Leben. Für dein Leben mit Auswirkungen auch auf deine Partnerschaft, auf deine Familie, auf dein gesamtes Sein.
Und was auch immer noch gerade deine Herausforderung jetzt ist, ich habe dir so ein bisschen was von mir erzählt. Ich habe sie in der Vergangenheit schon gesehen und weiß einfach, wie man sie überwindet. Warum? Weil ich einfach diesen Weg gegangen bin. Und du bist hier, weil du diesen Weg auch gehen willst, weil du auch dein volles Potenzial wirklich entfalten willst. Ich poste dir jetzt gleich den Link rein, wo du dich bewerben kannst. Ablauf ist folgender: Füll ein paar Fragen aus. Ich habe mir auch Zeit genommen, um in den nächsten 48 Stunden mit dir persönlich nochmal über die genauen Details zu sprechen. Während dem Gespräch werden wir herausfinden, wie du mit meiner Unterstützung dir wirklich ein unabhängiges Leben ganz nach deinen Herzenswünschen gestalten kannst. Deshalb im Vorfeld, damit wir uns damit besser vorbereiten können, füll das Bewerbungsformular aus. Innerhalb von 48 Stunden bekommst du einen Anruf von jemandem aus meinem Team. Und wenn du zu den Auserwählten gehörst, und dann schauen wir genau im Gespräch, wir beide, weil da möchte ich dich wirklich persönlich auch erstmal kennenlernen, wo du gerade stehst, und dann machen wir einen genauen Plan. Den Link findest du im Kommentarfeld jetzt. Ich poste ihn dir gleich auch noch oben rein. Ja, sei schnell, es gibt nur 3 VIP-Plätze, dass du zumindest unter den ersten im Auswahlverfahren gehörst, und dass wir da diese Woche auch auf jeden Fall miteinander sprechen können. Und dann ist endlich Schluss mit gut gemeinten Vorsätzen. Dann rocken wir gemeinsam dein grenzgeniales Leben. Und du schaust nächstes Jahr um diese Zeit zurück und sagst: Wow, was hat sich alles für mich jetzt verändert? Wie genial ist das denn? Wie schön, dass ich die Entscheidung getroffen habe. Und danke, liebes Universum, dass ich einen der VIP-Plätze bekommen habe. Okay? Hab einen wunderschönen Tag. Bewirb dich jetzt. Link habe ich, wie gesagt, schon mal reingepostet. Ich poste ihn auch gleich oben noch mal rein, wenn Facebook mich lässt. Und dann geh gleich aufs Bewerbungsformular. Hab noch einen schönen Tag. Danke für dein Sein. Danke für dein Dabeisein. Wisse, du bist einzigartig. Du kannst das und du schaffst das auch. Du darfst dich jetzt zu 1000% wirklich dafür entscheiden. Ich bin für dich da. Ich glaube schon jetzt an dich und ich weiß, was für ein Potenzial in dir ist. Es ist dein Leben. Dein Leben meint es gut mit dir. Mach was draus. Lausch auf dein Herz. Lausch auf den ersten Impuls. Ciao, ciao.